Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute geht es nach Lauenau. Dort hat NBW kürzlich einen neuen Schnellladepark eröffnet und das ist potenziell auch der Treffpunkt von dem dritten Honda e-Treffen. Den möchte ich mir vorher schon mal genauer anschauen. Entschieden habe ich mich für eine Einstoppstrategie, also einmal nach knapp 90 Kilometern für 30 Minuten Zwischenladen. Ist ebenfalls NBW in Wietzendorf. Und dann nochmal 102 Kilometer und dann sind wir auch schon da. Und ich habe mir vorgenommen, heute auch nochmal das Autocharge in der NBW-App zu aktivieren. Mal gucken, ob ich das irgendwie zeigen kann, wie das dann funktioniert. Ja, und da es heute im Schwerpunkt um den Schnellladepark geht, werde ich gar nicht so viel von der Strecke zeigen. Wir sehen uns wieder beim Zwischenstopp. Bis gleich. Und dann bin ich auch schon angekommen. 89,5 Kilometer mit einem Verbrauch von 17,1. Außentemperatur war die ganze Zeit 17 Grad, jetzt sind 18 Grad. Man merkt also, dass es sommerlich draußen ist. Und ich bin auch noch mit knapp 66 Kilometer Restreichweite angekommen. Bezüglich Autocharge in der ENBW-App. Ich habe mein Auto hinterlegt und bei automatischen Ladestart steht hier dran, man soll einmal den Ladevorgang mit NFC oder mit QR-Scan durchführen und das werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, und dann ist die nächste Etappe 102 Kilometer und dann sind wir auch schon in Lauenau. Gut, dann werde ich mal probieren, ob ich das mit dem Autocharge hinbekomme. Das war wirklich kinderleicht. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht. Habe das Ladekabel eingesteckt, damit ich den QR-Code scannen kann. In den Optionen war es ja vorher schon aktiviert, dass ich das gleich anschalten möchte. Und er fragt mich dann hier in der App, ne, also jetzt aktivieren. Dann sagt er, das Ladekabel musste aber nochmal zurückstecken. Das habe ich dann gemacht. Das System wird vorbereitet. Bitte Ladekabel wieder einstecken. Und dann ist Autocharge auch erfolgreich aktiviert. Und ich sehe hier oben auch noch von der App, dass der Ladevorgang gestartet wurde. Was übrigens ganz nett ist in der ENBW Mobility Plus App, ENBW, NBW, dass ich jetzt hier auch den Ladestand sehe. Und ich sehe auch zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit 37,2 kW bei aktuell einem SoC von 48%. Und laut Lademonitor von der NBW App kam gerade der Drop, aktuell 18, 8 Kilowatt Ladeleistung, 20 Minuten sind vergangen, 11,2 Kilowattstunden geladen. State of Charge haben wir 79%, kommen 136 Kilometer. Und wir müssen aber ja nur noch 102. Route wird gestartet, Ziel Hanomagstraße. Und ja, dann sehen wir uns gleich nach dem Abstöpseln an dem Ziel. Und dann bin ich auch schon angekommen, bin hier ganz alleine. Bevor wir aber loslegen, uns den Ladepark hier anzuschauen. Ich bin hier angekommen mit 11% Rest, also 19 Kilometer. Der Verbrauch ist noch weiter gesunken. Wir haben jetzt eine Außentemperatur von 20 Grad. Der lag jetzt bei 16,4, 16,5. Was insgesamt einen Verbrauch von 16, 8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bedeutet bei konstant 111 km/h. Ja, hat ja super funktioniert. Ja, was so ein paar Grad Außentemperatur ausmachen. Wir schauen jetzt mal, ob denn auch das Autocharge funktioniert und dazu gehen wir mal raus. Haben das ja eben angelernt. Nochmal zur Einrichtung. Hier ist der QR-Code, den man scannen muss. Ja, also erst das Auto hinzufügen, dann den automatischen Ladestart in der App per Schieberegler aktivieren und dann einmal hier den QR-Code einscannen. Und ich stecke es einfach mal an. Boah, die Kabel sind neu. Ich probiere mal aus. Oh, Ladekabel angesteckt. Nur noch wenige Sekunden.
Parameter werden ausgetauscht, Kabelverbindung wird überprüft, Ladung wird vorbereitet. Und dann fängt auch schon das Autocharge an und lädt hervorragend. Und da das hier eh die günstigste Karte ist, die ich für EnBW habe, passt es. Also 48,8 Kilowatt Ladeleistung, 48,9. Ja, viel mehr wird hier dann auch aktuell nicht mehr gehen. Vielleicht geht er ja noch mal ein bisschen hoch, aber dann, das ist ja nur für ein paar Minuten, dann geht er eh runter. So, dann würde ich sagen, oh, 49,1. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Ladepark an. Dazu gehe ich mal ein bisschen zurück. Gut, nebenan ist ein Autohof für LKWs, das ist gerade ein bisschen lauter. Also da hinten, da ist die Tankstelle, wenn man an der Ampel dann von der Autobahn runter fährt, rechts an der Ampel, fährt man an der Tankstelle vorbei, gerade über die Kreuzung rüber, dann kommt man hier die Straße lang und dann geht's hier los. Das gehört schon zu NBW. Und hier haben wir dann den neuen Ladepark. Dann gehe ich nochmal rüber auf die andere Seite, schauen wir uns ganz in Ruhe nochmal an. Weil ich habe auch nicht ohne Grund vorne an dem ersten angehalten, weil da kann man nämlich noch AC laden. Dann könnte ich vielleicht noch mal balancen. Gleich mal gucken. Gut, dann gehe ich mal wieder rüber. Schauen wir uns mal die Beschilderung an. Dieser Bereich wird videoüberwacht. Nur für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs und die Höhe beträgt 3,5 Meter. Die Kameras sind hier tatsächlich überall dran. Ja, einmal hier oben. Dann an der zweiten Säule, hier hinten, an der dritten, dann an der Säule hinten in der Mitte ist auch eine Kamera dran. Hier oben an der Säule ist auch eine Kamera. Also der gesamte Bereich wird hier per Kamera überwacht. Das war aber auch bei dem anderen NWB-Ladepark, wo wir gewesen sind, auch. Dann schauen wir doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ladesäulen auf der rechten Seite, also 12 Ladepunkte. Sieht richtig gut aus. Ist überall die neue Software drauf. Aha, wir laden jetzt auch mit Autocharge. Start drücken. Wie möchten Sie laden? Ladekarte mit der App oder als Gast bezahlen? Und auch da kann man dann den QR-Code scannen. Die Ladesäule war jetzt also nur CCS. Hier haben wir auch nur CCS an der zweiten. Einmal ein Mülleimer, direkt NBW, Daumen hoch. Wieder zweimal CCS. CCS, wunderbar, nochmal ein Mülleimer, auch hier nur CCS. Hier ist die zweite Ladesäule, also ganz hinten rechts, wenn man dann reinkommt, ja, wenn man reinfährt, ganz hinten die letzte. Ja, hier haben wir dann nochmal Schademo und einmal Typ 2 zum selber Kabel mitbringen. Und auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4 Ladesäulen, also insgesamt 10 oder 20 mal CCS. Können wir beim nächsten Honda e-Treffen, könnten wir also mit 20 Fahrzeugen gleichzeitig laden. Plus noch zweimal AC. Okay, also CCS only, wieder ein Mülleimer, nochmal nur CCS. Und wo es mir gerade auffällt, die haben auch oben schon die Erweiterung dran, so dass man das Ladekabel, ich kann das so zeigen, dass man das Ladekabel auch etwas anders
zum Fahrzeug hinführen kann und dass es nicht zur Beschädigung kommt. Klar, gefällt mir hier richtig gut. Zweimal CCS. Dann der vierte Mülleimer. Und die Ladesäule, an der ich stehe. Und hier, wie hinten, auf der anderen Seite die letzte Chademo und Typ 2. Dann gucken wir nochmal, ob wir was sehen können. Ladevorgang aktiv. Und wir laden aktuell mit 43,2 Kilowatt. Das heißt wir, das Auto. Und haben schon wieder 38% im Akku. Ich glaube, es waren ja eben nur noch 11, ne? Also es geht hier relativ schnell. Dann würde ich sagen, haben wir den neuen Ladepark von NBW uns auch einmal angeschaut. Ansonsten ist hier nicht viel. Ja, hier guckt einer. Ansonsten ist hier nicht viel. Also wir haben hier hinten eine LKW-Waschanlage, Truckstube, Waschcenter. Da ist noch ein Autohaus. Und wir haben halt hinten die Tankstelle. Und ich kann hier oben das Esso-Schild erkennen. Darunter steht dann noch Burger King. Und ein Restaurantsymbol. Also in der Tankstelle kann man dann noch was essen. Burger King gibt es noch. Ja. Und ansonsten müssen wir halt mal auf der Karte gucken. Die waren auch nur einmal gucken. So. Das ging heute alles sehr zügig. Also statt 32 geplanten Minuten Ladepause waren es dann ja nur 20. Wobei dann nach hinten raus dann der SOC auch dann doch deutlich runterging. Aber 11%. 11% ist ja auch in Ordnung. Ich würde sagen, ich mache das Auto jetzt erstmal wieder voll. Und dann kann ich euch noch ein bisschen Statistik zeigen. Da habe ich ja momentan die Möglichkeit, ein bisschen mehr auszulesen und euch das per Diagramm zu teilen. Und dann nehme ich euch auch noch mal gleich mit auf den Ladestopp zurück nach Hause. Und jetzt würde ich mal schauen, was man hier sonst noch so machen kann. Vielleicht gehe ich mal vorne zur Tankstelle und hol mir mal was zu essen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt mittags, 12 Uhr. Bis gleich. Und dann geht es auch schon wieder zurück nach Hamburg. Aber der Route Planner meint, diesmal darf ich mir auch 120 Kilometer zutrauen. Das ist dann NBW wieder. Diesmal in Bispingen. 121 Kilometer, wie gesagt. Und ich bin noch am Laden, aber ich werde nicht mehr balancen. Ich lade jetzt seit, kann man das so erkennbar machen? Ich lade seit 43 Minuten, aktuell noch mit 20,9 kW. Und dann wird ja gleich der Drop kommen oder dann das Abbauen beginnen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ihr Lust habt, auch nochmal bei NBW Hub, Lader Hub in Bisping. Laut der App waren da auch ganz viele Anschlüsse. Da bin ich mal gespannt. Da scheint ja, glaube ich, auch was Neues gebaut worden zu sein. Ja, dann bis gleich. So, jetzt bin ich in Bisping angekommen beim neuen NBW Ladepark. Hier ist also auch nochmal einer. Was steht hier? Ein ID Bus. Und hier steht nicht nur einer. Hier stehen sogar zwei. Aber ich will die Leute nicht stören. Gehen wir mal ein Stück zurück. Also hier hinten ist die Skischanze in Bispingen. Verbrauch bei konstant 111 lag jetzt eben 16,5 Kilowattstunden. Also sind aber auch draußen schon 22 Grad. Genau, sind, da glaube ich, 8 Ladesäulen. So, bisschen weiter weggegangen. Also ganz gut belegt. Hinten der ID.Bus und dahinter parkt dann ich. Eine Kartbahn sehe ich hinten noch.
Und dann der Kona. Ach, der hat mich vorhin überholt. Model 3, zwei Kona, zwei ID. Buzz. Einmal die Cargo und einmal die People-Variante oder wie auch immer man das schimpft. Okay, 28 Minuten sind vergangen. Wir sind schon wieder bei 77%, Ladeleistung 20 Kilowatt und kommen damit nach Hause, auf jeden Fall, weil die Strecke nach Hause sind von hier aus 70 Kilometer, 130 kommen wir. Aber ich möchte das Fahrzeug ja nicht mit leerem Akku abstellen. Von der Session gibt es gleich nochmal ein Diagramm und danach soll es dann das für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.